Hallo ihr lieben Leute, der Winter ist da und für die nächsten Wochen und Monate habe ich ein heißes Getränk für die kalten Tage für euch. Ich möchte mich recht herzlich bei meinem Kumpel Olli bedanken für das Rezept. Und ja, dann lege ich mal los. Ich habe hier so einen Becher. Dann fangen wir mal an mit Milch. Ich habe hier 1,5%, könnt auch mehr nehmen, aber 1,5% ist okay. Und dann mache ich jetzt mal so nach Gefühl hier 0,1 rein. Je nachdem, so viel wie ihr möchtet. So, und dann haben wir hier Eierlikör, 20%. Und wenn wir Hälfte Milch haben, machen wir auch die andere Hälfte Eierlikör da rein. Also 0,1 Milch, 0,1 Eierlikör. So nach Auge. Ja. Das sieht ja ganz gut aus. Und was haben wir hier noch? Einen Schuss Weißwein. Was haben wir hier? Hier einen trockenen Weißwein, 12,5%. Habe ich gekauft. War nur ein kleiner Schuss. So. Und jetzt werden wir das Ganze erwärmen. Ich habe das Ganze hier mal auf den Herd gestellt. Kurze Zeit nur. So, nachdem es denn heiß ist, nehme ich ganz einfach einen Milchaufschäumer. Ups, jetzt hier. Nach kurzer Zeit sieht das denn so aus. Ja, und jetzt habe ich hier meine Tasse. Ups, dem Gesicht zu urteilen, ist er glaube ich nicht ganz so glücklich, dass er jetzt was Heißes reinkriegt. Auf jeden Fall einmal schön hier reingegossen. Oh, das passt ja eigentlich ganz gut. Haben wir ja gut abgemessen. So, und fertig ist unser Schneehäschen. Und wer gerne möchte, kann natürlich auch noch Zimt da drauf tun. Ich habe jetzt kein Zimt hier. Das werde ich demnächst auch noch mal probieren, ob das denn noch besser schmeckt. Mag ja auch nicht jeder Zimt. Auf jeden Fall, das ist jetzt so die Light-Variante. Und jetzt zum Schneehasen. Da kippen wir einfach einen Schuss Rum da rein. Dann wird uns nämlich noch wärmer im kalten Winter. Ein Schuss ist bei mir 4 cl, damit wir auch was merken, ne? Dass uns schön warm wird. So, eigentlich wollte ich das mit dem Trinkhalm nehmen, aber habe ich jetzt nicht hier und probiere ich jetzt mal so. Prost! Ich glaube, es ist zu viel rum.
Also es schmeckt ganz schön herum. Auf jeden Fall wärmt es schön im Hals. Gut, man kann den Rum ja auch weglassen oder nur 1 cl oder so nehmen, ne? Oder eben nur ja, ein Schneehäschen machen, anstatt ein Schneehasen. Ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Und denk mal, ein Video mache ich dieses Jahr noch. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und macht's gut.